Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Zuerst einmal, Landschaftspflegeverbände sind für den kooperativen Naturschutz unerlässlich, und deren finanzielle Unterstützung ist wichtig. Aber das bedeutet nicht, dass mit der Finanzierung der Verbände automatisch ein besserer Schutz der biologischen Vielfalt einhergeht. Die Natur- und Umweltverbände stimmen darin überein, dass nur mit Mitteln des Naturschutzes der Biodiversitätsverlust nicht gestoppt werden kann. Ohne eine grundlegende Änderung der Produktion von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern und ohne eine Veränderung des Konsum- und Mobilitätsverhaltens werden wir weder das Artensterben noch den Klimawandel stoppen können, meine Damen und Herren. Hier geht es um einen Wandel. Ich weiß, Sie hören das nicht gerne. Einen Wandel, der auch die kapitalistischen Produktionsweisen infrage stellen muss. Seit Jahren hören wir Ankündigungen der Umweltministerin. Kaum ein Monat, in dem nicht eine tolle Strategie aus dem grünen Ministerium das Licht der Welt erblickt. Keine Woche, in der nicht ein Programm gelobpreist oder ein Preis vergeben wird. All das verschleiert, dass die Umsetzung von EU-Richtlinien miserabel sind. Sollen Landschaftspflegeverbände nicht Teil der Verwaltung des Niedergangs werden, muss die Landesregierung deutlich nachlegen. Ich nenne nun drei wichtige Säulen des Biodiversitätsschutzes. Zum einen die Wasserrahmenrichtlinien. 2018 waren nur 15% der hessischen Fließgewässer in einem guten ökologischen Zustand. Was dort durch ein Preisausschreiben mit den 100 wilde Bäche den Kommunen angeboten wird, ist allerdings längst überfällig verbindliche Aufgabe für alle Kommunen. Zweitens die Agrarwende. Das Artensterben, welches wir in den letzten Jahrzehnten auf den Feldern erlebt haben, ist die Folge eines gravierenden Politikversagens. Industrielle Agrarkonzerne, glyphosatgespritzte Monokulturen, lobbygesteuerte Zulassungsverfahren für Pestizide und die Vergüllung der Landschaft. Als Gegenmittel hat die Landesregierung 2018 einen Pestizidreduktionsplan angekündigt. Es gibt aber keinen Plan. Dieser Plan sei als, ich zitiere, Ergebnis eines vielsträngigen und kontinuierlich dynamischen Entwicklungsprozesses zu definieren. So hört sich das an, wenn die hessische Umweltministerin der Öffentlichkeit mitteilt, dass nichts passiert. Drittens, die dritte Säule des Biodiversitätsschutzes ist der Stopp der Flächenversiegelung. Trotz Nachhaltigkeitsstrategie, an Strategien mangelt es nicht, verlieren wir unter grüner Leitung jährlich viele Hektar beste Ackerböden für Logistik und Verkehrsflächen. 2,8 Hektar verschwinden täglich unter Beton und Asphalt. Unter der Aufsicht vom grünen Minister Al-Wazir wurde die Hessische Landgesellschaft zur Versiegelungs GmbH. Und schlimmer noch, während wir nach mehreren heißen Sommern um jeden Hektar lebensfähigen Wald kämpfen, soll durch den unsinnigen Weiterbau der A49 bester, noch intakter Mischwald gerodet werden. Der Verkehrsminister Al-Wazir degradiert sich selbst zum Handlanger des Bundesautoministers Scheuer und erklärt sich für nicht zuständig. Die Fraktion der GRÜNEN loben sich im Landtag für das Engagement für den Erhalt der Biodiversität. Sie schauen aber weg, wenn diese unter Asphalt verschwindet. Das nenne ich Heuchelei, meine Kollegen. Wir erwarten von Minister Al-Wazir, dass er sich für ein sofortiges Rodungs- und Baumoratorium einsetzt. Der Weiterbau der A49 ist ein ökologischer Wahnsinn. Er ist nicht Teil einer Verkehrswende, steht gegen den Klimaschutz,
zerstört Trinkwasservorkommen und ist das Gegenteil von Biodiversitätsschutz. Wir halten fest, die Zerstörung von Lebensräumen in Hessen wird weiter betrieben. Schwarz-Grün redet über Wenden und ökologischen Umbau, setzt es aber nicht um. Es reicht nicht, wenn nur noch Ankündigungen grün sind, die Realpolitik aber nach Jahren sich kaum von der einer schwarz-gelben Regierung unterscheidet. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz. Setzen Sie endlich ein Zeichen dafür, dass Ihnen der Schutz der biologischen Vielfalt wichtig ist. Leiten Sie die Wende ein. Stoppen Sie den Weiterbau der A 49.